Firma Helg, Gebrüder Baumer in der vierten Generation, grundsolid Schweizer Unternehmen in der Bauwirtschaft. Ja, grosser Respekt. Gewinne werden reinvestiert, so wie es sein sollte. Sie haben einen Haufen Wissen in der Bauwirtschaft, haben einen Haufen Lehrlinge. Mein Kompliment, so möchte ich auch sein. Vorbildlich ist die Helg Group aus St. Gallen in vielerlei Hinsicht. Ihr Tagesgeschäft dreht sich um Heizung, Lüftung, Klima, Kälte und sanitäre Anlagen. Hier sorgen schweizweit 890 Mitarbeitende an 19 Standorten für rundum gelungene Arbeit. Daraus resultiert ein Jahresumsatz von rund 300 Millionen Franken, was die Helg Group zu einer führenden Firma in diesem Bereich macht. Der Hauptsitz der Helg Group steht auf dem Gelände, wo einst der Urgroßvater der heutigen Firmeninhaber, Ferdinand Helg, seinen Installationsbetrieb für Zentralheizungen gegründet hat. Helg war seiner Zeit voraus. Zentralheizungen waren in diesen Jahren noch nicht wirklich gefragt. Aber das Vertrauen in die Firma wuchs, die Auftragslage besserte sich. Am Puls sein und vorausschauen gilt auch für die vierte Helg-Generation, Marcel und Roger Baumer. Das unter ihrer Führung stattlich gewachsene Unternehmen bietet heute Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus einer gebäudetechnischen Anlage. Traditionell sind Anlagenbau und Service, eine besondere Stärke aber liegt bei den Gesamtlösungen. Die zukunftsträchtigen erneuerbaren Energien hat die Helg Group ebenfalls im Griff. Wärmepumpen, Solarenergie oder andere erprobte Technologien sind mittlerweile fast in jedem Projekt der Helg Group vertreten. Auch der neue Firmensitz nutzt innovative Technologien. Hier liefern wir eine Wärmepumpe die Abwässer der Stadt St. Gallen die benötigte Heizenergie. Bezüglich Nachhaltigkeit beim Bauen gibt es in der Schweiz viel zu tun. Dazu braucht es qualifizierten beruflichen Nachwuchs. Deshalb engagiert sich die Helg Group stark in der Berufsbildung. Damit die roten Fahrzeuge ihrer Projektleiter, Monteurinnen und Serviceleute noch lange auf den Baustellen der Schweiz zu sehen sind.